weiß noch, als im ersten Kabinett habe ich mal eine Rede im Bundestag gehalten als Justizministerin. Und erinnern Sie sich, da hatten wir auch Unruhen, gerade mit den Anhängern der PKK, der Terrororganisation in Deutschland. Da brannten Autos auf Autobahnen. Das war eine ganz schwierige Situation. Und da hatte ich eine Rede als Justizministerin im Bundestag zu halten und zum Schluss gesagt, aber bei all diesen Vorfällen, Deutschland ist ein Land, in das eingewandert wird. Das war, hat hinterher ein intensives Gespräch gegeben mit dem damaligen Bundeskanzler, weil er sagt, Einwanderung sind wir nicht. Wird nicht verwandt, der Begriff. Heute ist es, glaube ich, unstreitig. Frau Merkel hat jetzt auch innerhalb der Union gesagt, also wir müssen uns mal damit befassen.